Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge der 7. Staffel hier bei State of Decay 2, wo wir uns das kleine Spektakel hier bei den Menschenanglern ansehen, die auch schon ein Gemeinschaftsmitglied verloren haben. John scheint das auch nicht so gut zu gehen. Ne, eigentlich wollten wir drüben das Seuchenherz machen, aber mit dem Curveball hier, die Zombies sehen aktuell einfach zu gut. Ne, wir haben hier... Ja, aber die Horden sind inzwischen ziemlich klein. Vielleicht schaffen sie es doch noch. Denn an sich ist die Gegend hier ziemlich leer gelutscht an Zombies jetzt. Wie hießen die denn? Kurz mal gucken, habe ich die in meinen Notizen aufgeschrieben? John, Christy und Paul. Paul ist tot. Und ich glaube, das war's mit Christy. Jetzt ist nur noch der gute Paul. Nee, John war es ja, der noch da war, ne? Die habe ich eben mal kurz umgenietet, weil die ja Items dabei hat. Ach, der letzte ist auch schon tot. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an den Loot kommen. Kommt er da vielleicht wieder rein? Das war er. So, mehr Krach brauchen wir hier nicht. Überlebendenaktivität, wo ist die da unten? Auch nicht gut. Ich würde gerne noch den dritten erschießen. Also hier ist ja im Moment extrem Bambule gerade. Da ist doch aber auch einer, der ein bisschen komisch aussieht, oder? Nee, den meinte ich nicht. Dich meinte ich eigentlich. Das große Problem ist jetzt, wie kommen wir hier weg? Da drüben steht Vlad. Runterspringen ist zu tief, da holen wir uns eine Verletzung. Was sie dazu sagen. Das sind auf jeden Fall schon mal weniger. So, da ist jetzt noch ein Behelmter. Da ist ein Kriecher. Looks okay, but we can't actually secure the place as long as that plague heart is nearby. Hier war
keiner von denen dabei. Hier wohl auch nicht. Hier ist einer. Wie Schneider oder Snyder gelacht hat dabei. Er ist doch der Beste. Ach ja, wir sind ja noch. Mist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, das deckt. Da hätten wir 3 Slots frei. Dann nehmen wir das Wertvollste mit. Das ist momentan das Kram. Ich glaube, das war auch einer von ihnen. Genau, jetzt wird noch mal in die Hocke gehen. Hinter der Tür höre ich, hinter der Mauer höre ich auch schon wieder was. Da lassen wir den zurück und nehmen das Fernglasgewehr mit. Die Machete bringt 35, das Karma hingegen nur 30. Wo ist der dritte? Ich glaube, der ist drinnen gestorben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber... Nee, du wohl nicht. Immerhin können sie sich jetzt ja selber fressen. Wo ist der letzte? Und gucken wir mal hier raus. Da liegt was vor der Tür. Hier. Müssen nur die Bloater da im Auge behalten. Da sind 2, da ist einer. Die Pino 7 ist mir relativ egal. Werf mal den Standard-Armbrustbolzen ab. Das würde 20 bringen, der Holzschläger 35. Dann ist das die Beute, mit der wir jetzt abhauen. Eine feindliche Enklave, das heißt, sie sind ja nicht wirklich feindlich, aber sie werden, wenn man die Questchain machen würde, würden sie feindlich werden. I better keep an eye out for plague zombies. So, dann fahren wir das Zeug eben schnell zurück. Vermeiden oder meiden die Gegend hier jetzt hinsichtlich solchen Herzen erstmal. Und wie gesagt, ihr habt es ja gesehen in der letzten Folge, das war ein unendlicher Ansturm von Zombies. Keine Ruhe. Bande? 1, 2, 3. Aber da ist was ausgelaufen. Nee, ist noch nicht wieder angewiesen. So rum. So. Das kann rein. Den da wieder hin. Das, 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 das.
das. Und lassen wir dich weitermachen? An sich ja, du hast ja letzte Folge nichts geleistet. Na gut, eine feindliche Enklave auszuschalten ist auch ordentlich was, ne? So, davon haben wir einen gebraucht und ein bisschen Kugeln haben wir gebraucht. Auch gleich reparieren hier wieder. Und für den Fall der Fälle, nimm mal eine Sidearm mit noch. Brauchst keine Kugeln für einpacken, aber 21 Schuss mehr sind 21 Schuss mehr. Hm. Oh. Achso, das ist Otis, Benzinhändler, wollte ich gerade sagen. Wie gesagt, das hier ignoriere ich. Das ist... Was ist denn hier? Ah, die sind vollgefressen in dem Gebiet. Gar nicht schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinfahren... wird zwar auch wieder eins wach, aber... Einzige Problem hier ist, dass es doch sehr nah an der feindlichen Enklave liegt. Aber ist dann halt so. Ne? Und wir haben natürlich keinen Außenposten in der Gegend. Das spricht dagegen. Also eigentlich wäre es sinnvoll, hier weiterzumachen, weil wir Außenposten haben und dann darüber. Nein, das Seuchenherz ist nicht auf der Windfarm. Der nächste wichtige Außenposten, um Strom zu bekommen. Strom heißt, wir können die Kommandozentrale aufwerten. Und damit einen weiteren Außenposten unterstützen. Das heißt, wir müssen zwischenzeitlich kurz einen Außenposten aufgeben, um die Windfarm zu beanspruchen. Könnten danach aber gleich wieder, wenn die Kommandozentrale dann aufgewertet ist mit dem Strom, na komm. Den fünften Außenposten wieder claimen. Und muss halt dann wieder ein Lebensmittel-Außenposten sein, weil wir echt zu viel Lebensmittel ansonsten verlieren. Wo ist es denn? Da ist es. Da liegt ein Bloater. Du stehst da relativ offen. Ich glaube, dass es prinzipiell gar nicht so schlecht ist. Was hast du denn da gemacht? Gar nicht so schlecht ist, hier zu stehen. Könnte aber genauso gut ganz gut sein, sich hier hinzustellen. Schon allein wegen des Überblicks, ne? Die bewegen sich alle schön langsam. Das heißt, wir können das jetzt ausnutzen. Was haben wir denn da aufgehoben gerade? Achso, das ist wegen des Curveballs, des Aktiven. Da droppen die ja irgendwelche Sachen dann noch, ne?
gerade. Durch die Fenster kommen wir allerdings nicht raus. Oh, da hat er mich getackelt. Das ist nicht gut. Wir haben noch ordentlich einen verpasst schon. Okay. Das war eine sehr, sehr frühe Ampulle, muss ich sagen. So, ich glaube, der lohnt sich. Hör du da mal auf zu kloppen. Und du bist auch mal still. Du bist mir eigentlich relativ egal. Du bist eh langsam. Ja, du fällst doch hin, ne? Ja. Da haben wir noch einen Slot frei für eine Seuchenprobe? Ja, haben wir. Cardio. That one needs another hit. Ist gemaxt. Marathon, nee, dann lieber Marathon gegenüber Wanderer. Da ist mir die Zusatzausdauer echt lieber. Wir sollten auch mal ganz dringend davon eins nehmen. Okay, it's on the road. Gehen wir hier raus. Und wo ich es gerade gesehen habe, wo ist er? Da ist er. Laden und dann weiter. So, nehmen wir noch ein bisschen Beute mit oder nicht? Als erstes mal den da. Die können wir stacken hier. Die Energy Drinks stacken. Und dann gucken wir uns doch die Beute hier mal an. It looks okay, but we can't actually secure the place as long as that plague heart is nearby. Hier haben wir nochmal Ethanol. Dann machen wir kurz mal die Tür zu. We're about to lose an outpost to the undead. So, was haben wir hier? Rohrbomben. This load is quite heavy. Den nehmen wir noch mit. Nehmen wir die Rohrbomben auch noch. Damn, too loud. Ah!
So. Steckt hier noch irgendwas? Ja, die, oh, das geht rein. Die Medis würden auch stecken. Dafür müsste ich das Cannabo aber nochmal kurz nehmen. Und dann haben wir nur noch zwei Slots frei hier. Nothing worth sticking around for. Und damit wird das Ding dann auch leer. Wir könnten zwischenzeitlich unseren Medi-Outpost aufgeben und hier claimen, damit wir hier eine Staging Area haben. Ist der Weg nicht so weit. Wäre tatsächlich eine Überlegung wert, glaube ich. Nee, nicht schreien. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Wie ist denn die Infektionsherdsituation? Gerät wieder außer Kontrolle. Gerät außer Kontrolle. Ja, verdient. Verdient einen Gefangenen. Apropos einen Gefangenen. Solchen Heilmittel müssen wir wieder ersetzen, denn das haben wir ja verwendet. Wo ist das nächste Ziel jetzt? Das nächste Ziel ist, den Infektionsherd dann noch wegzumachen. Ja, komm mal. 1A. Das heißt, wir müssen bei Mazara wieder über den Fluss. Oh, da könnte es auch gehen. Ja, schön. Winkel. Ach, das ist hier die Überlebendenaktivität jetzt, ne? Oh, was soll man hier für ein solchen Herz? Cheesen oder nicht cheesen? Wenn wir schon mal hier sind. Das ist ein Cheese-Seuchenherz. Ah, super. Wo ist denn McKinney? Lass uns da nochmal gucken. Nee. Nee, McKinney. Ich hab dich gehört, Dackel. Du musst nur nochmal kurz... herkommen. Da ist der Screamer. Müsste mal ein bisschen ran rauskommen. Fenster ist ja offen für ihn jetzt. Da ist er doch auch. Dann hoffe ich, dass wir hier ein bisschen Ruhe haben, um Ausrüstung loszuwerden. So.
Und du wirst müde. Das heißt, dich müssen wir auch auswechseln. Reparieren wir, aber haben wir kaum benutzt. Du hattest das AR und brauchst die Standards. Zwei Verbände, zwei Snacks. Und nach Snyder geht die Rotation vorne los. Das heißt, Bob ist am dransten. Snyder muss natürlich dann ins Seuchenbett. So, das ist ein Schießseuchenherz. Das heißt, das könnte man auch nachts machen, theoretisch. Während das beim staubigen alten Haus nicht der Fall ist. Können wir ganz schnell mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen hier hin, ne? Und die haben ja ihr Supergehör. Das heißt, ich springe jetzt hier mal raus, klettere hier rüber. Und da wollen wir mal hoffen, dass ihre eingeschränkte Sicht dann dafür sorgt, dass hier jetzt nichts weiter passiert. Jetzt haben sie ihn. Haben natürlich auch keine Brandmittel. Vollgefressen ist vorbei. Das heißt, der Vorteil im Westen ist nicht mehr existent. Der Nachteil hier hingegen immer noch. Ich glaube, da ist was explodiert. Ihr habt nichts fallen lassen. Frage ist, wo ist das Klima? Ich glaube, es ist am sichersten, wenn wir uns ins Auto setzen und das so regeln. Und dann lieber hier rüberfahren oder nach Hause fahren, ist auch ideal. Wahrscheinlich ist das Beste. Erstmal nach Hause, ne, dann können die da in Ruhe despawnen. Haben wir noch irgendwelche. Ja, da ist schon einer aktiv. Dann gucken wir da. Ja, nee, erstmal muss ich dich ausrüsten. Denn du hast nichts an Ausrüstung, weil mir Gott sei Dank aufgefallen ist, dass da die Horde auf dem Weg war, denn das wäre ja eine böse Überraschung gewesen, wenn die plötzlich da gewesen wäre, während du. Hier passt ansonsten alles? Nee, Medis. Medis können wir auch reinwerfen. Benzinkanister anfordern und dann gehe ich erstmal in Ruhe ausrüsten, Bob. So. Du hast nicht mal eine Sidearm. Wo ist die? Da. Und dann kannst du los dich um die Infektionsherde kümmern. Aber das, ihr Lieben, dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde.
Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.